Freunde, heute wird es verrückt, denn heute frittieren wir Eiscreme. Ich habe hier ein Magnum-Eis, dann habe ich ein Cornet-Eis und wir haben ganz normales Eis. Daraus machen wir dann so eine frittierte Eiscreme-Kugel. Freunde, es wird verrückt, also bleibt bis zum Schluss dran. Wir starten direkt mit dem Magnum-Eis. Beim Eiscreme-Frittieren gibt es nicht viele Sachen, auf welche ihr euch achten müsst. Was ganz wichtig ist, dass ihr super schnell seid, damit das Eiscreme nicht schmilzt. Deswegen mache ich hier das auch gleich uncut, weil wenn ihr da zu lange braucht, dann schmilzt euer Eiscreme und dann könnt ihr das nicht mehr frittieren. Ich wende das in Mehl, Ei und in Paniermehl. Bevor wir das Eis frittieren, wenn ihr noch jünger seid, macht das nicht ohne eure Eltern alleine zu Hause nach, denn heißes Öl ist sehr gefährlich und das Öl muss wirklich sehr heiß sein, damit wir unsere Eiscreme nur ganz kurz darin frittieren können, damit das nicht schmelzt. Let's go! Wir geben unser Eis nur einige Sekunden in das heiße Öl. Jetzt können wir das schon wenden. Und nach ungefähr 20 Sekunden könnt ihr das dann auch direkt wieder rausnehmen. So, Freunde, das hier ist Eiscreme Nummer 1. Da geben wir jetzt noch ein bisschen Schlagsahne drüber. Und ich habe noch so eine Karamellsoße. Davon geben wir auch ein bisschen drüber. Eiscreme Nummer 1 wird jetzt getestet. So, Freunde, die Eiskugel ist mit Abstand die schwierigste Disziplin zu frittieren. Friert die Eiskugel zuerst ein, dann ist das einfacher und es kommt auch ein bisschen besser. Und die nehmen wir jetzt schon direkt wieder raus. Ich habe die jetzt auf den Teller gelegt. Darüber kommt wieder Schlagsahne und Karamellsoße. So sieht die frittierte Eiskugel aus. Und die probieren wir jetzt direkt mit einem Löffel. Boah, gönnt euch das. Innen ist sie noch gefroren, außen ist die frittiert. Schmeckt übertrieben lecker. Auf das Cornet bin ich auch richtig gespannt, wie das schmecken wird. So, Freunde, beim Cornet habe ich mich entschieden, dass ich nur den oberen Teil frittiere. Das ganze Cornet muss ich ja nicht in Öl geben. Also nur den oberen Teil, auch den für ein paar Sekunden ins heiße Öl geben. Nach ungefähr 20 Sekunden sieht das dann so aus und das ist jetzt auch ready. Auch darüber geben wir jetzt ein bisschen Schlagsahne. Schlagsahne und Karamellsoße. Und jetzt wird das probiert. Freunde, übertrieben lecker. 10 von 10, ich sag's euch. Freunde, frittiertes Eis ist einfach super. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal.